So, da wären wir wieder ins Solarium. Sekunde. Beleuchtung, Schatten, braucht kein Schwein. Was hat sich in die Sch Spiel getan? Um ehrlich zu sein. Außer das ist jetzt Kampfgeschweiß. Oh Mann. Komm schon. You must die, I alone the best. Das größte Problem ist immer noch einerseits, dass die Schussgeräusche viel zu laut sind, andererseits ist es normal, weil die Waffen nun mal so laut sind. Das Problem ist einfach nur immer noch dasselbe. Es gibt alle drei Soundwriter, bloß die haben nur den allgemeinen zur Verfügung gestellt. Yeah! Das heißt, wenn ich den jetzt hier drauf mache, werden nicht nur die Schüsse leiser, sondern auch Gewittersturm, Luft, Wind, Geräusche und alles. Und die will ja schließlich jeder hören, weil das macht ja die Atmosphäre aus. Und da kam der Karabinerschuss. Es gibt immer noch genau dieselben Runden, beziehungsweise Match-Modus, beziehungsweise das Team-Deathmatch ist noch dazugekommen. Also Search and Hold. Der Modus ist halt der, dass Batterien willkürlich auf der Map spawnen, die man finden muss und zur Basis bringen muss und halten muss. Das hier ist der Domination Search and Hold. Das heißt, hier spawnen die Batterien nur in festgelegten Punkten, die man sammeln und zur Basis bringen muss. Und dann halt noch Team Deathmatch, wo es halt darum geht, was man mit Team Deathmatch halt macht. Warum ist auf dem Boden eine Glastextur? Das verstehe wer will. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ach ja, und dann gibt es halt wieder diese wunderschönen. Der dazugekommene Team Deathmatch Modus. Was hat das Spiel mit Stalker zu tun? Bis auf das Endzeit-Szenario rein gar nichts. Es gibt sogar jetzt sogar Waffen aus Call of Duty Modern Warfare in diesem Spiel. Diese kleinen Mini-Maschinengewehre und so anderen Bullshit. Gut, Endzeit-Szenario heißt, dass es die auch ursprünglich mal gab. Ist ja alles schön und gut, aber ich glaube nicht, dass diese ganz modernen Waffen von heutzutage bla in nach ein Zeitszenario noch so leicht hingebastelt werden können, wie so eine billigen russischen oder was weiß ich, alten Maschinengewehre, die man selbst im Zweiten Weltkrieg schon gebaut hat, wo die ganze moderne Kacke noch nicht so. Naja, egal. Ihr versteht schon, was ich meine. Egal. Was kann man noch dazu berichten? Die Spielerzahl ist von ursprünglich Close Beta 4000 bis auf 1000 irgendwas runter. Nicht schlecht, oder? Ich verstehe es gerade nicht. Hier werden die ganze Zeit gesagt, dass Batterien spawnen, aber irgendwie hat noch kein Schwein auch nur eine einzige Batterie in der Base.
Ah, und ich glaube, ich weiß jetzt auch warum, weil hier irgendwo ein Sniper ist, der die ganze Map dominiert. Dieses Problem hat man nämlich bis heute nicht gefixt. Oder um es ganz präzise zu sagen. Ah, Alter. Oder um es ganz präzise zu sagen, es gibt immer noch in jeder Map. Oh, warum ist hier überall Glas erstmal? Fragezeichen. Und genau. Ja, war klar. Los, töte ihn. Nee, der ist zu blöd. Wie immer. Ach, das Charakter-Skill-System wurde geändert und... Oh, es lauft ihm doch mal hinterher, du Idiot. Ach, Disconnect. Idiot, Alter. Brauchst du nicht campen, wenn der die Batterie wegbringt? Genau, warum sind überall Glastexturen jetzt neuerdings auf dem Boden, Alter? Haben die Entwickler da geschlafen oder was? Und immer dasselbe. Der Gegner gewinnt. Warum? Weil mein Team immer zu hören amputiert ist. Oder einfach alle mit Sniper rumrennen, weil das Matchmaking bis heute einfach nur für den Arsch ist. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Ich weiß nur, dass er hier ist. Und dass die schon wieder 3 Batterien geklaut haben. Was neu dazugekommen ist, dass man sich jetzt 3 Layouts bauen kann. Das ist auch neu dazugekommen. Was schon mal nicht verkehrt ist, weil dadurch kann man nämlich, wenn man zu viel Sniper im Team hat, auf Layout 2 wechseln, was man auf einem bestimmten Level freigeschaltet kriegt. Da ich die Beta gespielt habe, habe ich das schon freigeschaltet. Das heißt, alle Anfänger haben nur eins, was wiederum scheiße ist, wenn man sich den nur wieder mit Goldwährung, mit der Echtgeldwährung freischalten kann und bla, müssen halt Geld verdienen, ich weiß. Jedenfalls, was soll man noch dazu sagen, ne? Was soll man dazu sagen? Es wird immer noch per Werbung technisch gesehen immer wieder Stalker erwähnt. Bloß das Spiel hat aktuell, bis, wie gesagt, auf dem Endzeit-Szenario mit Stalker rein gar nichts zu tun. Aber die Atmosphäre ist schon geil. Also wenn sie da jetzt noch die Open World für rausklatschen, was impliziert wird, weil die Karte, ausgegraut ist im in der Lobby. Mit sehr wohl die Möglichkeit besteht, dass es eine Batterie gewesen war, so leicht. Und was auch dazu gekommen ist, man kann jetzt schlagen. Au. Au. Yeah, Granaten. Ja, ach was, wirklich? Die Waffen sind noch nicht balanciert? Mein Gott, das merkst du aber früh, Junge. Das ist schon in der Close Beta so gewesen und das ist immer noch so. Das Spiel ist frei verfügbar und die Waffen sind kein Stück balanciert. Ich finde es ja sowieso total witzlos, dass man mit der Karabiner, mit der Standardwaffe, die man gratis, mit Gratis-Munition permanent bekommt, dass man mit der genauso gut snipern kann, als wenn man das fette Scharfschützengewehr hat mit dem Visier. Das ist ein Witz. Da drüben ist die im Spawn-Bereich, deswegen sollte man sich oben eigentlich nicht rumkrauchen, weil die im Spawn-Bereich nämlich einen verfickten God-Mode-Kurzhitter anhaben. Das heißt, wenn du Pech hast, spawnen die und du kriegst ihn aufs Maul, weil du die einfach nicht töten kannst, wenn du da in der Nähe des Spawn-Bereiches bist. Ah! Bring die Batterien zurück! Ne, sind schon gestorben.
ja, Fallschaden. Man sollte, wie gesagt, nicht sofort von weit oben runterspringen, weil man ansonsten nicht die Beine bricht und dann da oben krepieren kann. Weil man entweder, zwei Möglichkeiten hat, entweder, ja, das ist lustig, entweder die Beine regenerieren sich wieder ein Stück weit, das heißt, du kannst wieder irgendwann laufen, oder du krepierst, weil du Blut verlierst und dann einfach tot bist. Obwohl, das Blut verlieren ist eigentlich auch so eine Sache. Das hängt davon ab, wie gut du regenerierst und also ein Bullshit. So, wundervoll. Lauf. Lauf. Was hast denn du schon wieder für ein Scheißding hinten dran? Naja, wie gesagt, so war ihm halt, ne? Alter, lauf! Ganz ohne Batterien, toll. Warum läufst du hier nicht gleich hoch? Pappnase, du. Warum sind wir zu blöd, die eine Batterie dazu holen? Genau. Einerseits richtig, damit er nicht abgeknallt wird einfach, aber dann hätte er mir gleich sagen können, dass du das vorhast, Junge. Erstmal auch mal beenden, warum? Ihr wisst schon.